Beitrag, 14 Uhr. Ich glaube, 2 Minuten sind wir davor, aber wird der Manfred Winter sein von der Firma Optonic. Die Firma Optonic ist unter anderem Omron Solution Partner, hat diverse Projekte auch schon für uns in Kombination mit unserem Omron TM-Roboter gelöst. Es ist so, wir haben natürlich auch eigene Vision-Systeme, die Firma Omron entwickelt eigene Vision-Systeme an Bord, aber hier ist es natürlich nochmal so, man kann nicht überall, ich sag mal, das beste System beziehungsweise für jede Applikation das System haben. Und hier bietet die Firma Optonic eine optimale Ergänzung an mit ihrem System, was der Herr Winter heute vorstellen wird, das ganze Konzept. Herr Winter, hallo, ich sehe Sie sind zugeschaltet schon. Hallo. Genau. Ja, ich denke mal, dann kann ich eigentlich direkt an Sie sozusagen abgeben, das Ganze. Und ich würde mich dann wieder zur Fragen- und Antwortrunde mit einklingen. Ich gebe mal einfach die Präsenterrichte zu Ihnen rüber, Herr Winter. Wunderbar. Die sollten jetzt da sein. Okay, ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wunderbar, dann vielen Dank an der Stelle. Bitte, alles klar, viel Spaß. Ich schalte mich mal weg. Okay, ja, herzlichen Dank, Herr Zuse, vor allem auch für die steile Vorlage, dass wir natürlich jetzt mit das beste System mit haben. Das kann ich natürlich nicht liegen lassen, diese Chance. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Schön, dass wir heute auch mit die Chance haben, uns hier mal mit zeigen zu dürfen und ihn einmal beweisen dürfen, wie einfach eigentlich Binpicking sein kann, vor allem auch mit Omron-Roboter, vor allem auch mit einem Cobot. Der Kleine ist quasi hier schon hinter mir. Wir haben jetzt hier eine Teststation im Labor mit aufgebaut, aus dem TM mit einer stationären Kamera, die also fix über dem über der Kiste mithängt, in dem Fall hier die schwarze Kiste. Wir greifen Schrauben aus der Kiste heraus, packen die hier in die kleinere graue noch mit daneben. Und ich kann mal gucken, dass ich noch den Bildausschnitt noch etwas optimiere, weil wir da noch eine kleine Ablagefläche mit haben. Das werden wir uns aber gleich mal mit live anschauen, wie denn der Ablauf eigentlich hier mit ausschaut. Das ist eine Form von Aufbau für Binpicking-Möglichkeiten mit einer stationären Kamera. Alternativ wären auch Möglichkeiten mit einer mobilen Kamera, aber stationär ist eigentlich oftmals bevorzugt, weil man da einfach Taktzeitvorteile hat. Ich kann die Aufnahme von der Kamera für die Box machen, in der ich suche, während der Roboter sich gerade bewegt und zum Beispiel das gegriffene Bauteil schon in die Maschine mit einlegt. Und dann bin ich einfach durchaus schneller. Immer so ungefähr 1,5-2 Sekunden kann man da Pi mal Daumen an Taktzeit mit sparen. Deswegen ist das wirklich ein Thema, mit dem wir uns viel auseinandergesetzt haben und dem viele Maschinen auf so eine Art und Weise mit realisiert sind. Jetzt wollen wir aber auch mal direkt mit eintauchen. So, ich habe jetzt meinen Bildschirm geteilt. Ich hoffe, man kann das auch mit sehen. Genau, sieht man klar und deutlich. Okay. Ich sehe jetzt hier noch mein eigenes Webcam-Bild. Ist das bei Ihnen irgendwie schwarz mit? Verdecke ich damit einen Teil von meinem Bildschirm oder sehen Sie den ganzen Bildschirm? Na, wir sehen den ganzen Bildschirm. Das wird halt Ihr Webcam-Bild wird an die Seite einfach geschoben. Alles klar, okay. Gut. Danke für das schnelle Feedback. Also, die Firma Optonic, was machen wir eigentlich ganz grob? Wir machen Vision-Themen in 2D und 3D und sind auch selbst Kamerahersteller von 3D-Kameras und haben uns dann noch weiterentwickelt zum Anbieter von Lösungen für kamerageführte Robotik, also für das kamerabasierte Greifen. Das ist das, was wir uns heute jetzt mal mit anschauen. Ich werde einfach ein paar Informationen einfach direkt von unserer Homepage Ihnen mit zeigen. Das heißt, wenn Sie hier im Anschluss einfach Interesse haben, schauen Sie einfach nochmal auf unserer Homepage, werden Sie natürlich einige Informationen finden oder dann einfach treten Sie direkt mit mir in Kontakt. Insgesamt gibt es bei uns 3 Lösungen für dieses Thema kamerabasierte Greifen. 2 werden wir uns heute mit anschauen. Mikado Find ist bei uns so die Einstiegsdroge in das Thema 3D-Finden von Bauteilen. Hier finde ich also Bauteile, das schauen wir uns dann nachher nochmal mit an. Und die Königsklasse, das Mikado Control, also wirklich das Binpicking, das werden wir jetzt mal live mit anschauen. Zur Info, wir haben hier noch in der Mitte das Mikado Select. Beim Mikado Select kann ich also Griffe herausgeben. Koordinaten zum Angreifen, zum Anfahren des Roboters an einen kollisionsgeprüften Griff eines Objektes. Mikado Control unterscheidet sich daraus, dass wir hier eine integrierte Bahnplanung haben. Das ist also Mikado Control. Es ist einfach eine Lösung für das Thema Binpicking, ein Gesamtpaket aus einer 3D-Kamera, aus einem performanten Controller für kurze Taktzeiten und einer sehr, sehr schönen Software, die wir uns jetzt mal mit anschauen.
Und was hier letztendlich eigentlich im Hintergrund ist, ist eben die Roboterschnittstelle. Das heißt, der Omron-Roboter wird ganz kurz programmiert. Es ist ein kleines Programm drauf, was einfach auf uns als Mikado zuhört. Die gesamte Programmierung des Roboters, also das Bewegen, das Einteachen von einzelnen Positionen etc., der Ablauf einer Binpicking-Anwendung, das funktioniert oder wird bei uns im Mikado durchgeführt. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Dazu verbinde ich mich mal hier mit auf unseren Controller. Das ist also jetzt das System, was jetzt hier hinter uns mitsteht. Wir sehen den Tisch, wir sehen den Roboter und die stationäre Kamera. Und einfach erstmal zum Kennenlernen kann ich das Ganze jetzt auch einfach mal mitlaufen lassen. Ich springe währenddessen mal mit in die Statusübersicht. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, wir haben hier einige Schrauben letzten Endes hier mit verteilt und haben jetzt auch schon viele Schrauben gefunden. Also alles, was jetzt hier weiß dargestellt ist, sind gefundene Schrauben. Wir greifen die heraus, legen die jetzt hier auf einer Zwischenablage mit ab. Da könnte man jetzt zum Beispiel verschiedene Prüfungen mitmachen. Wie lang ist die Schraube als Beispiel oder sie vermessen oder wie lang ist das Gewinde? Kann man sich jetzt verschiedene Aufgaben mit ausdenken. Und dann nehmen wir die Schraube von dieser Zwischenablage herunter und legen sie in die Nachbarkiste mit ab. Das ist also die Anwendung, die wir hiermit umgesetzt haben. Ganz interessant, man hat es vielleicht jetzt auch mitgesehen, wir haben die Schraube jetzt auch schräg gegriffen, dennoch senkrecht mit abgestellt. Das ist also der große Charme, dass wir die Bahnplanung mitnehmen. Wir können 1000 verschiedene Griffe festlegen und nur eine einzige Stellung, wie das Produkt abgelegt werden soll oder in die Maschine eingelegt werden soll, wie der Roboter dann dahin kommt mit dem gegriffenen Objekt, das ist Aufgabe der Software. Das ist der Vorteil von dieser integrierten Bahnplanung. So, jetzt will ich Ihnen gerade nur noch mal die Schraube gleich mit ablegen lassen, weil ich dann noch ein, zwei andere Themen auch mal mit zeigen lassen möchte. Da muss ich nur gerade zur im richtigen Moment Pause drücken. So. Also, jetzt haben wir erstmal ganz kurz die Anwendung mit gesehen, die wir hinter uns mit installiert haben. Fangen wir aber vielleicht dann noch mal einen Schritt vorher an, uns kurz zu orientieren. Wir haben also hier in der rechten Seite die Visualisierung. Hat man vielleicht auch gerade gesehen, die Visualisierung der Roboterzelle stimmt 1:1 mit dem realen Roboter überein. Sollten Sie also mal bei zukünftigen Systemen über TeamView oder ähnliches Fernwartung machen, hat man hier einfach eine hohe Sicherheit, dass man weiß, was denn gerade eigentlich tatsächlich in der Zelle mit passiert. Auf der linken Seite ist jetzt das Navigationsmenü, in dem wir uns gerade mit befinden. In dem Fall ist das jetzt die Statusseite, wo ich jetzt hier jeden einzelnen Schritt mit durchgehen kann von meinem Programm. Aber das schauen wir uns gleich später mit an. Ich kann auch mal mit über die Kamera mal mit zeigen, wie sowas denn eigentlich mit aussieht, wie unsere Kiste eigentlich mit aussieht. Wir haben also hier jetzt das Live-Bild der Kamera und wir sehen jetzt also hier viele verteilte Schrauben mit drin, wo wir jetzt schon mal einzelne Schrauben mit herausgenommen haben. Jetzt kommen wir mal ganz kurz mit zur Einrichtung eigentlich einer solchen Zelle. Ich fange zuallererst an mit der Szene, indem ich quasi erstmal mit zeige, wo steht mein Roboter, beziehungsweise wie ist die Umgebung aufgebaut, gibt es Hindernisse zu beachten, wo stehen die Kisten. Danach kann ich ein neues Produkt anlegen, werde dort auch Griffe definieren, dass ich dem Roboter oder dem System also beibringe, wie greife ich denn eigentlich dieses Produkt. Und dann gehen wir danach mal mit in das Ablaufprogramm mit hinein. Das werden wir uns jetzt also mal mit anschauen, wir so ein bisschen die Zeit mit im Blick haben, damit ich Ihre wertvolle Zeit natürlich auch nicht überstrapaziere. Aber es sieht natürlich auch noch ganz gut aus. Wir sind noch mit am Anfang. Okay, wir sehen jetzt also hier unsere Roboterzelle. Punkt Nummer 1 wäre jetzt, dass wir anfangen und dem System beibringen, wo steht welche Kiste als Beispiel. Das heißt, ich lege jetzt hier eine neue Kiste an, kann dieser Kiste einen beliebigen Namen geben. Ich nehme jetzt einfach mal Aufnahmekiste als Beispiel und kann mir jetzt auch hier eine Punktwolke mit erstellen und dann sehe ich jetzt hier die Aufnahme quasi von meiner Arbeitswelt. Das ist also das, was wir jetzt gerade hier hinter mir live sehen. Ich kann dann diese Kiste, die befindet sich hier, ich will es mal ein bisschen besser ins Blickfeld mitholen, der kann ich jetzt über CAD auch ein konkretes Aussehen geben. Das wäre jetzt mal hier die CAD-Datei, ich lasse mir das mit anzeigen, dann sehe ich jetzt also hier auch meine Kiste, die ich jetzt hier stehen habe, die graue Kiste. Und jetzt kann ich über diese Pfeile das einfach ganz einfach intuitiv dahin schieben, wo die Kiste auch in der Realität mit ist. So in etwa so. Wahrscheinlich noch so geringfügig gedreht, dann kann ich hier auch noch etwas mitdrehen. So steht jetzt die Kiste auch in der Realität tatsächlich hier. Damit habe ich dem System jetzt also beigebracht,
Hier steht es eine Kiste, das geht es letzten Endes natürlich auch bei der Kollisionsüberwachung dann zu überprüfen. Und so kann ich das auch mit anderen Elementen machen. So kann ich das auch mit Hindernissen als Beispiel mitmachen. Ich habe jetzt hier drüben ein Hindernis als Quader erstellt. Dem kann ich eine gewisse Größe geben, zum Beispiel, ja, das war die falsche Taste, ja, 3000 mal 2000 mitmachen. Das kann jetzt eine Maschine einfach mit in der Umgebung zum Beispiel mit sein, die dann jetzt noch eine gewisse Höhe hat, sagen wir mal noch 1500 mm zum Beispiel. Dann habe ich jetzt hier für diese Zelle eine etwas große Maschine design, die jetzt hier hinter dem Roboter zum Beispiel wäre und damit halt auch in ihrer Kollision stets überwacht wird. Das kann halt auch eine Wand sein, das kann ein Zaun sein, wo halt auch immer letzten Endes der Roboter mit steht, wie ihre Anwendung am Ende mit aussieht. Das heißt, über solche einfachen Boxen, über die einfachen Pfeile, über die einfachen Kreise kann ich mir die Arbeitsumgebung einfach zurechtstellen. Das grundlegende Zelllayout, wie wir es jetzt auch hier sehen mit diesem Tisch, das kann ich einfach über CAD mit einladen. Das heißt, wenn Sie jetzt Integrator im CAD einfach Ihre Zelle konstruiert haben, den richtigen Roboter designt haben, dann können Sie das auch über STL einfach bei uns mit einladen, sodass man sehr schnell die eigene Roboterzelle einfach an der Stelle definiert hat. Okay, das heißt, ich werde jetzt gerade nur mal das, was ich erstellt habe, hier mit löschen. Wir haben jetzt uns die Kisten zum Beispiel definiert oder auch mögliche Hindernisse, die jetzt hier mit den Roboter eingrenzen könnten in seiner Bewegungsfreiheit. Immer dran denken, wir steuern ja den Roboter mit an, wir machen die Bahnplanung. Das heißt, wir müssen noch wissen, was ist eigentlich in der Umgebung, was müssen wir alles beachten. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt, ein Produkt anzulegen. In dem Fall haben wir jetzt hier also solche Schrauben hinter uns. Wir können jetzt aber mal ein neues Produkt anlegen, bleiben aber ruhig mal mit bei der Schraube. Mal gucken, das ist hier. Also neue Teile werden bei uns über CAD mit erstellt. Jetzt habe ich hier die Schraube hier drüben in der Visualisierung. Und in diesem Fall kann ich also mit einem Außengriff die Schraube greifen. Außengriff heißt einfach, ich habe einen geöffneten Greifer, den ich am Objekt schließe. Innengriff ist entsprechend anders. Da öffne ich am Objekt und fahre zum Beispiel in eine Bohrung hinein und öffne es dann dort als Beispiel. Das kann natürlich auch ein Magnetgreifer sein oder ein Sauger oder. In dem Fall haben wir jetzt einfach einen Zweifingergreifer. Da haben wir jetzt auch hier schon den ersten Griff, den könnten wir eigentlich schon mal so mit übernehmen. Jetzt haben wir einen Griff. Jetzt heißt es aber schon, je mehr Griffe ich habe, desto größer ist die Chance, die Kiste auch immer wirklich leer zu kriegen. Das heißt, ich brauche auch noch mehr Griffe. Dafür kann ich hier über Translation und über Rotation einfach noch zusätzliche Möglichkeiten beibringen, wie ich diese Schraube in diesem Fall dann tatsächlich greifen kann. So, und da kann man jetzt hier über, ich mache erstmal die Symmetrie mit aus, da sieht man es ein bisschen besser über den Gierwinkel, also über die Verdrehung um Z. Können wir jetzt hier zum Beispiel noch neue Winkel mit zulassen. Ich will gerade mal gucken, dass wir hier die nächste Fläche mit erwischen. So, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel die nächste Fläche jetzt mit und haben einen neuen Griff mit festgelegt. Dann machen wir die Symmetrie an, dann ist das gleich in alle Richtungen mit verdreht. Und dann haben wir jetzt alle 6 Flächen auch tatsächlich schon. Jetzt kann ich darauf aufbauend noch eine weitere Rotation mit erstellen. Gehen wir jetzt hier zum Beispiel den Kippwinkel oder den Nickwinkel, besser gesagt, oh, das war der falsche. Den Rollwinkel, den brauche ich, den möchte ich mitnehmen. Und kann jetzt hier also noch zusätzliche Verkippungen um die X-Achse mit zulassen. Und kann jetzt hier über den Multiplikator einfach noch zusätzliche Griffe erstellen. Aber ich will gerade mal einfach die Schrittweite noch ein bisschen erhöhen. Es heißt am Ende immer so wenig Griffe wie möglich, weil jeder Griff auch mit berechnet werden muss. Und das heißt, je mehr Griffe ich habe, desto länger dauert am Ende das Ganze auch. So, dann haben wir jetzt hier weitere Griffe mit erstellt und wir sehen, hier hat sich ein Baum tatsächlich mit aufgebaut. Das heißt, ich habe diese Art des Griffes kombiniert mit der Verdrehung um Z und der Verdrehung um X. Das heißt, ich kann ihn jetzt verkippt aus allen Richtungen am Schraubenkopf in diesem Fall mitgreifen. Jetzt einfach nur mal ein kleines plakatives Beispiel. Wir können das Ganze auch noch mit erweitern, indem wir einen neuen Griff mit erstellen und sagen zum Beispiel, er sollte uns das am Schraubenkörper mitgreifen. Das wäre in etwa so. Ich würde ihn vielleicht noch etwas über die Mitte hin drüber designen, so, dass wir ja auch die Schrauben wirklich sicher greifen können. Auch hier gilt, wir können gleich mal den nächsten Multiplikator mit ausprobieren, die Translation.
wo ich das Ganze dann jetzt einfach in, das war das Falsche, in, genau, machen wir mal in 5 mm Schritten, dann kann ich das jetzt quasi hier noch über die Länge der Schraube einfach noch hin multiplizieren, habe jetzt also noch mehrere Griffe über die Schraubenlänge noch mit hinzugefügt. Auf diese Art und Weise wird also bei uns parametriert und Griffe erstellt. Einfach, intuitiv, grafisch nachvollziehbar. Sehr, sehr interessant ist noch mit, wir haben hier verschiedene Kategorien. Oftmals geht es den Kunden am meisten darum, dass die Kisten wirklich leer sind, weil die Kisten abgezählt sind mit den Produkten darin. Es sind zum Beispiel in dem Fall jetzt 500 Schrauben, die man für Montageaufgaben braucht oder 20 andere kleinere Produkte, die ich für Bearbeitungsprozesse brauche. Das heißt, ich muss tatsächlich jedes Bauteil herauskriegen. Dann kann es vorkommen, dass die Bauteile einfach in der Realität anders daliegen, als ich sie eigentlich greifen möchte. Und so, wie ich sie greifen möchte, behindert zum Beispiel der Boden der Kiste etwas mit oder die Wände der Kiste als Beispiel. Dafür gibt es bei uns experimentelle Griffe. Das heißt, ich kann einen neuen Griff mit anlegen und gebe dem die Kategorie experimentell. Was ist das jetzt? Ein experimenteller Griff kann im Programmablauf einen anderen Weg eingehen und damit können Sie andere Möglichkeiten bauen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Schraube bleiben, da ist das tatsächlich, kann das gut passieren, dass die Schraube einfach auf dem Schraubenkopf steht, in der Kiste drin. Dann kann ich sie natürlich gar nicht am Schraubenkopf greifen. Es ragt nach oben letzten Endes einfach der Gewindeteil und ich möchte die Schraube dann jetzt hier unten am Gewinde greifen. Dann kann ich das genauso über einen experimentellen Griff machen. Ich habe jetzt also über die gleiche Art und Weise jetzt hier einen Griff erstellt, kann den jetzt auch über die Drehachsen auch wieder multiplizieren, wenn ich das möchte. Und jetzt in meinem Programmablauf wird abgefragt, ist es ein experimenteller Griff, ja oder nein? Und wenn es einer ist und ich habe diese Schraube zum Beispiel aus der Ecke herausgeholt, kann ich dann nochmal über die Kiste fahren und es dort fallen lassen, dann erneut nach dem Bauteil suchen und zugreifen. Und so kriege ich die Kisten tatsächlich leer. Dabei kann es natürlich mit sein, dass das durchaus mit zulasten der Taktzeit mitgeht. Wenn es aber die ersten 500 Objekte mit in der Taktzeit bleiben und die letzten zwei, drei dann vielleicht eben nicht mehr ist, das durchaus mit akzeptabel in einigen Anwendungen. Ansonsten ist es halt einfach ein Tool, was mir zur Verfügung steht. Es ist einfach ein Trick, um die Kisten wirklich leer zu kriegen, dass man einfach das Produkt noch irgendwie greift, um es herauszunehmen und danach nochmal neu richtig greift, um es dann auch lagerrichtig dem Prozess zuzuführen. Gut, dann haben wir jetzt also in der Szene erstellt, wo steht welche Kiste. Wir haben jetzt zu dem System Produkte beigebracht mit entsprechenden Griffen dazu. Dann geht es jetzt in die Ablaufprogrammierung. Ablaufprogrammierung heißt wirklich die Bin-Picking-Zelle, der Ablauf, der jetzt hier hinter mir auch stattgefunden hat. Ich sehe gerade, wir haben ja noch eine Schraube gegriffen. Da will ich gerade mal noch einen Schritt mit weitergehen, dass wir die Schraube noch abwerfen. So. Das heißt, der tatsächliche Ablauf, suche Schraube, greife Schraube, lege sie auf die Zwischenablage zum Beispiel, das ist der gesamte Ablauf in dieser Bin-Picking-Zelle. Und den können wir auch komplett grafisch bei uns implementieren, ohne wirklich eine Zeile coden zu müssen. Dafür stehen uns hier auf der rechten Seite verschiedene Tasks, verschiedene Bausteine, Funktionsbausteine zur Verfügung, die ich einfach per Drag and Drop hier drüben in mein Programm reinziehe. Und das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt haben wir zwar gerade eben schon beim BZ-Mitte gelernt, wie Roboter programmiert werden, aber gönnen Sie mir bitte die Chance mit, wir können hier auch mal eine Alternative mit zeigen. Danke auf jeden Fall aber wirklich für den sehr interessanten Vortrag von unseren Vorrednern mit. Das war ein guter Ausblick. Bei uns sieht es mit so aus, dass wir jetzt also grafisch einen Roboter programmieren. Den taggt man in dem Fall hinter uns. Oh, jetzt bin ich schon mit vorbei. Hier. Und ich möchte ihn jetzt einfach mal zwischen diesen beiden Kisten mal hin und her tanzen lassen. Das mache ich jetzt mal etwas einfach. Dafür brauche ich also diesen Task Bewege Roboter nach. Den kann ich mir per Drag and Drop einfach mit herüberziehen. Habe mir jetzt eine neue Sequenz erstellt. Und ich bewege den Roboter nach Ziel. Das heißt, hier brauche ich jetzt ein Ziel. Das mache ich mir jetzt mal einfach. Ich lege eine neue Pose an. Das ist vom Typ Pose. Und gebe dieser Pose jetzt die aktuelle Roboterposition. Wenn ich dorthin fahre, warte ich dann, bis der Roboter auch wirklich dort angekommen ist.
Jetzt möchte ich ja noch eine zweite Position mit hinzufügen. Das heißt, ich brauche diesen Task einfach noch ein zweites Mal, bewege Roboter nach. Auch jetzt hier das zweite. Ich kann eine neue Roboterpose erstellen, also eine zweite Position, ein zweites Ziel. Das ist auch wieder ein Typ Pose. Und jetzt muss ich die zweite Position einteachen. Das kann ich auf viele Varianten mit tun. Ich kann zum Beispiel die aktuelle Roboterpose übernehmen. Und wenn ich mich jetzt in der Maschine auskenne, einfach den Y-Wert zum Beispiel korrigieren auf minus 200 als Beispiel und es einfach dadurch verschieben. Ich kann aber auch den Roboter über Mikado steuern, indem ich hier die Roboterseite von uns mit aufrufe. Ich will mal ein bisschen den Blick hier mit anpassen und kann zum Beispiel hier über so ein einfaches Panel den Roboter verfahren und kann ihn quasi so jetzt auch rüberschieben mit an die Kiste. Wird jetzt noch etwas mit dauern, kann auch hier die Schrittweite anpassen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen hinter mir, dass sich der Roboter dann auch schon mit bewegt. Ich könnte ihn jetzt auch über das Bedienpanel von dem Roboter mit steuern und weil wir aber natürlich auch hier einen schönen Cobot hinter uns mit haben, kann ich das Ganze quasi auch einfach anfassen und positionieren. Ich habe noch einen Kollegen neben mir, der hilft mir gerade noch mit ganz kurz, seien Sie mir so lieb. Kannst du bitte genau den Cobot-Mode bitte mit aktivieren? Wunderbar, vielen Dank. So, und dann kann ich ihn jetzt mit hier drüber stellen, über die andere Kiste. Kann ihn quasi einfach anfassen. Dann aktiviert bitte den Automatikmodus wieder. Wir haben gesehen, der Roboter wurde auch in der Visualisierung, während er im Free-Modus war, immer hier noch mit dargestellt. Also wir wissen, wo der Roboter ist, wie er sich bewegt. Aufmerksame Leute haben vielleicht auch mit gesehen, hier war gerade ein roter Punkt, weil wir keine Freigabe hatten. Jetzt sind wir wieder im Automatikmodus. Man hat vielleicht das Piepen gehört mit der Fernbedienung. Und jetzt nehme ich die neue Roboterpose und gebe die also als neue Position mit vor. Wenn wir uns hierhin bewegen, dann warte ich auch hier wieder, bis wir angekommen sind und das war's schon. Jetzt haben wir also den Roboter so programmiert, dass er an ein Ziel Nummer 1 fährt. Dann warten wir, bis er angekommen ist. Danach fährt er an Ziel Nummer 2 und dann warten wir. Und wenn eine solche Sequenz abgearbeitet ist, dann fängt sie automatisch wieder von vorne an. Das heißt, der Roboter fährt jetzt komplett kollisionsüberwacht mit einer Bahnplanung durch uns hin und her. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, wir sind, glaube ich, etwas zu tief. Genau, wir stehen nämlich tatsächlich gerade eben noch in der Kiste mit drin. Das mache ich mir jetzt aber mal mit einfach und nehme, genau, die verwerfe ich. Und nehme die Kisten quasi jetzt hier mit raus, gehe jetzt den einfachen Weg, ansonsten müsste ich den Roboter nochmal nach oben fahren. Und halt, hier will ich hin. Und dann können wir jetzt den Roboter hier hin und her fahren lassen. Halt, ja. Hier sehen wir dann auch die einzelnen Tasks, dass wir jetzt quasi wissen, wo er eigentlich gerade ist. Und lassen so den Roboter miteinander verfahren. Ich war jetzt quasi einfach mit dem Greifer schon ein bisschen zu tief in dem Szenenobjekt in der Kiste mit drin. Hätte ihn auch nochmal anfassen können und einfach nach oben schieben können. Wir hätten jetzt aber erst nochmal mit die Betriebsart neu einstellen müssen. Das wollte ich Ihnen jetzt mit ersparen. Okay, so funktioniert also bei uns Roboterprogrammierung. Und jetzt schauen wir uns mal kurz mit an, die wichtigsten Themen. Was gibt es denn eigentlich hier für Inhalte, damit ich auch mein Ablaufprogramm eigentlich erstellen kann? Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, Zähler zu erstellen. Als Beispiel, wenn Sie 3 Teile aus Kiste A, 4 Teile aus Kiste B mitnehmen wollen für Montageaufgaben. Als Beispiel, wir können den Roboter verfahren, aber auch in TCP oder auch im Teilkoordinatensystem. Wenn wir also ähnlich wie hier auch eine definierte Teilablage auf dieser Zwischenablage haben, in dem Fall die Schraube immer senkrecht drauf. Gehen nur so auf die wichtigsten Themen mit ein. Wir können mit mehreren Kameras arbeiten und schalten dann nur die jeweils gewünschte Kamera mit aktiv. Wir können auch mehrfach Aufnahmen machen, sprich aus mehreren Blickwinkeln eine Aufnahme und diese zu einer Punktwolke zusammenrechnen. Auch das hat viele Vorteile mit. Oder dann auch, gehen nochmal auf die wichtigsten Themen mit ein, die IOs vom Roboter selbst mit verarbeiten und da zum Beispiel auf eine Freigabe warten oder einen Ausgang schalten, wenn der Roboter in Bewegung ist, solche Themen mit. Und so stellen Sie sich dann das Ablaufprogramm für die Bin-Picking-Zelle zusammen. Was Mikado letztendlich einfach mit aufmacht ist oder mit ausmacht, ist das Thema Flexibilität. Das ist ein Begriff tatsächlich, der sicherlich überproportional mit verwendet wird. Ich habe im Moment noch keine bessere Alternative. Wenn Sie eine Idee haben, lassen Sie mich bitte gerne wissen. Bin sehr dankbar für Feedback.
Wir ermöglichen Ihnen aber mit Mikado Control einfach eine unglaublich große Vielfalt zum Lösen Ihrer Kundenherausforderungen als Integrator. Gerade wenn Sie im Sondermaschinenbau sind, gibt es ständig neue Wünsche, neue Anforderungen, neue Vorgaben. Und genau da ist Mikado Control als Binpicking-Lösung stark. Einerseits, weil Sie also die Bahnplanung des Roboters hier integriert haben und einfach nur ein Tool brauchen, um Aufgaben mitzulösen. Andererseits aber auch, weil Sie zum Beispiel mit dieser Programmierung schnell verschiedenste Anwendungen umsetzen können und vor allem, Sie haben noch komplette Freiheit. Sie können auch hier mit JavaScript komplett frei programmieren, haben Zugriff auf alle Daten, die unser Controller mit ausspuckt und können der SPS alle möglichen Informationen zukommen lassen. Sie können auch weitere 2D-Prüfstationen zum Beispiel mit einbeziehen, indem wir mit Herken auch beliebige Bildverarbeitung machen können. Auch mit der 3D-Kamera selber sogar können wir 2D-Bildverarbeitung machen, zum Beispiel QR-Codes lesen. Das sind Anwendungen, die es tatsächlich gibt, dass nur die Auftragsstammkarte unter die Kamera gelegt wird und dann lesen wir ein, was für ein Produkt ist eigentlich in der Kiste. Fangen dann daraufhin an, die Suchparameter zu laden und dann geht die Binpicking-Zelle los, ohne dass man eigentlich irgendwelche Produkte mit auswählen muss. Also da gibt es viele, viele Sondermöglichkeiten, die einfach und intuitiv mit uns umgesetzt werden können. Und wenn Sie da spannende Herausforderungen haben, dann melden Sie sich bitte einfach mit bei mir. Aber keine Angst, wir sind noch nicht mit am Schluss. Ich hatte ja mit angesprochen, dass wir uns Mikado Control mit anschauen. Das haben wir jetzt in den wichtigsten Themen mit gemacht. Wir haben also die Zelle mit eingerichtet. Ich kann auch nochmal mit die richtige Szene mit aktivieren, mit das Ganze auch ordentlich mit aussortiert, so wie hinter uns, wie wir es mit eingerichtet haben. Wir haben Produkte definiert, wir haben die Griffe von den Schrauben von dem Produkt mit definiert. Wir haben uns das Live-Kamerabild mit angeschaut und den Roboter auch Verfahren und verschiedene Positionen mit eingeteacht. Jetzt kann es aber Anwendungen geben, wo Sie jetzt kein tatsächliches Binpicking mit haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einfach eine Europalette, wo zum Beispiel Motorgehäuse mit draufstehen. Die können ja gar nicht mit in der Kiste mitliegen. Die haben einfach immer irgendwo mehr oder weniger feste Positionen. Sie sind verdreht, verkippt, aber es sind einfach große Teile. Oder selbst auch bei kleinen Teilen stellen Sie sich vor, Sie haben eine solche Zuführung, Kisten mit Separés, wo einfach leicht vororientierte Bauteile einfach enthalten sind, die Sie greifen möchten. Da ist Mikado Find einfach optimal für. Mikado Find, wo es um das Finden von Bauteilen mitgeht. Mikado Control hat ja diese voll integrierte Bahnplanung, die man aber eben nicht immer braucht. Und gerade bei preissensitiven Anwendungen ist es dann halt einfach mit einem Thema, was manchmal schwierig ins Budget mit unterzukriegen ist. Und da ist Mikado Find die perfekte Anwendung dafür. Und ist genau dort einzusetzen, wenn Sie vororientierte Bauteile haben und geringe bis keine Anforderungen an Kollisionsüberwachung aus der Anwendung heraus haben, zum Beispiel bei solchen Zuführungen. Sie wollen einfach wissen, wo steht dieses Objekt, wie ist es verdreht, wie ist es orientiert. Und dann kann man hier hervorragend in diese Innenbohrung mit hineinfahren und mit einem Ingriff dieses Bauteil herausnehmen. Oder halt zum Beispiel bei großen Bauteilen wie jetzt Kofferraumklappen oder Motorgehäuse. Dafür also gibt es unser Mikado Find. Mikado Find dreht sich also um das Finden von Bauteilen und ist damit so unsere Einstiegsdroge sozusagen in die 3D-Erkennungswelt. Das heißt, wir sagen Ihnen, wo liegt dieses Bauteil eigentlich und wie, und alle anderen Freiheiten danach haben Sie. Wie es mit abgeholt werden soll, auf welche Art, wo es hingepackt werden soll, das ist dann alles Ihnen offen. Tatsächlich ist es ein browserbasiertes System. Das heißt, wir haben jetzt hier kurze Übersicht hier oben links, alles, was ich rund um das Thema Suche brauche. Hier unten sind die, ich sag mal, Einstellungen letztendlich von Mikado Find, verschiedene Ansichten. Und hier sehen wir, nach welchem Objekt wir eigentlich mitsuchen. Es ist wirklich so ein einfaches System, dass es einfach in dem Browser letzten Endes mit integriert ist, beziehungsweise in dem Browser, also hier die grafische Oberfläche, Ihnen mit angezeigt wird und hier eingerichtet wird. Wir haben ähnlich, wie wir es auch gerade eben hier haben, die N45-Kamera, eine nahezu baugleiche Kamera habe ich dafür neben mir mitstehen. Und haben hier eine Live-Anwendung neben uns, also ein Live-Bild kann ich mal mit anschalten. Kannst du mal deine Hand mal bitte mit runterhalten? Also da sehen wir, dass mein Kollege, der ordnet quasi hier die Bauteile einfach nochmal mit neu. Und dann können wir jetzt mal nach diesen Bauteilen mitsuchen. Ich habe jetzt hier in Rot den Suchbereich mir mit eingegrenzt, die ROI. Das heißt, in diesem Bereich suche ich nach Bauteilen. Jetzt müsste ich dem System erstmal beibringen, wonach suchst du denn eigentlich? Das heißt, auch hier sind wir CAD-basiert. In dem Fall ist das ein solches Kunststoffgehäuse, was ich mir hier auch nochmal anschauen kann im 3D-Viewer. Ist es denn das richtige Bauteil eigentlich, nach dem ich suchen möchte? Ja, das ist es in diesem Fall.
Und dann erstellen wir uns unser Suchmodell. Das ist einmalig, geschieht das, bevor wir jetzt beliebig oft suchen können. Und was jetzt passiert? Unser selbst entwickelter Matching-Algorithmus hat sich jetzt dieses Bauteil von allen Seiten angeschaut und weiß also, wie es aussieht und weiß jetzt, wonach er eigentlich in dieser Punktwolke suchen darf. Damit kommen wir dann auch schon mal mit in die Suche. Mal sehen, was uns jetzt mit ausspuckt als allererste Ergebnisse. Es dauert nur einen kleinen Augenblick. Dann haben wir jetzt auch schon hier die Ergebnisse. Oh, das sieht tatsächlich eigentlich schon mal alles ganz ordentlich aus. Farblich hervorgerufen oder hervorgehoben sind die Bauteile anhand ihres Matching-Scores. Es ist alles grün, das heißt, wir haben die Produkte sehr gut, sehr präzise gefunden. Und wenn ich jetzt ein Produkt anklicke, dann sehen wir, was Ihnen als Integrator eigentlich mitgeteilt wird. Das ist einerseits der Erkennungsscore und dann die X, Y, Z-Koordinaten und die Verdrehung. Und damit wissen Sie also, wo das Bauteil ist und wie es orientiert ist. Und jetzt auch hier bei diesen Bauteilen könnten wir zum Beispiel jetzt hier über diesen über das Loch hier in der Mitte mitgreifen. Das heißt, wenn Sie wissen, dass das Bauteil jetzt hier etwas nach rechts verkippt ist, wie jetzt diese Variante, das wissen Sie anhand von den Koordinaten, die Sie von uns kriegen, dann können Sie jetzt kartesisch mit dem Techman-Roboter hier in die Bohrung hineinfahren und das Bauteil greifen als Beispiel. Das ist Mikado Find, also eine super leichte, intuitive Software für kleine Anwendungen, die man schnell eingerichtet hat einfach. Was beiden Lösungen letzten Endes mit zugrunde geht, also Mikado Find als auch Mikado Control, aber natürlich auch Mikado Select, also was allen Lösungen zugrunde liegt, ist am Ende die 3D-Kamera an sich. Je besser meine Punktwolke ist, desto einfacher ist es danach, eigentlich die Bauteile darin zu finden, desto einfacher ist es danach, die folgenden Schritte, wie jetzt finden, greifen etc. mit einzurichten. Hier kommt einfach mit zugute, dass wir eigentlich ein Kamerahersteller sind, der quasi auch Binpicking mitmacht. Das heißt, wir haben hier unsere hauseigenen Ensenso-Kameras, Ensenso-3D-Kameras. Die sind komplett selbst entwickelt und auch produziert bei uns in Freiburg, in Hard und in Software. Jetzt habe ich bei Mikado Control auch schon mal angesprochen. Unser großer Vorteil ist das Thema Flexibilität. Das gilt natürlich auch bei den Kameras. Wir haben einfach schon mehrere Kameras zur Auswahl, sodass wir einfach hier schon mal die richtige Serie an Kamera nehmen können, um Ihre Anwendungen mit zu erfüllen, von klein bis groß, auch schwierigere Anwendungen. Ich will gerade mal mit noch ein Bauteil mal mit in die Kamera mit zeigen. Wo habe ich denn eigentlich mein Kamerabild? Hier, dann sehe ich auch, was Sie hier sehen. Hier als Beispiel ist ein stark glänzendes Bauteil. Jeder von Ihnen, der schon mal mit Vision und 3D und Picking zu tun hatte, der weiß sofort, dass das ein sehr schwieriges Bauteil ist. Sie sehen hier sogar unsere Homepage, also es ist wirklich spiegelt. Ein sehr schwieriges Bauteil. Das haben wir mehrfach schon umgesetzt im Binpicking. Das sind mehrere tausend in der Gitterbox, die wir komplett leer machen. Es gibt auch andere Anwendungen mit. Hier sind es mal ein Ring mit gewesen. Den gab es in verschiedenen Größen, auch noch deutlich kleiner. Spiegelt auch schon relativ stark mit. Oder dann auch solche Sägeabschnitte wie jetzt hier. Das ist schon durch, dass ich es anfasse, schon auch ein bisschen mit gerostet. Aber eigentlich ist es ähnlich wie hier, quasi richtig schön blank gedreht. Die liegen auch in Gitterboxen, aus denen wir die mit herausnehmen. Also da haben wir einfach viel, viel Erfahrung, was auch solche Herausforderungen mit angeht und können halt eben das richtige Kameramodell dafür heraussuchen, für solche Aufgaben. Das ist also den Charme, den wir hier einfach mitgeben. Dann geht es noch mit weiter. Wir haben jetzt also die richtige Kamera ausgewählt. Dann geht es aber noch weiter, dass wir die Kamera an sich selbst auch noch anpassen können. Das ist tatsächlich einmalig mit am Markt. Wir haben einen modularen Baukasten. Das heißt, wir können die Kameras selber in diesem Fall hier mit anpassen. Wir können aber auch den Winkel der Kameras zueinander anpassen, die Objektive, den Fokus etc. Also es gibt mehrere Parameter von den Kameras, wo wir die Kamera an Ihre Anwendung anpassen können und zum Beispiel beliebige Sichtfelder ermöglichen können, beliebige Abstände mitmachen können. Es gibt Anwendungen, wo wir den Abstand verdoppelt haben müssen, einfach aufgrund der baulichen Umgebungen und haben trotz doppelten Abstand nahezu die gleichen Genauigkeiten mit erreichen können, weil wir einfach dann die Objektive mit angepasst haben, Blendenzahl angepasst haben, solche Themen mit. Und das ist einfach ein einmaliger Vorteil. Sie sind als Integrator frei in der Konzeption, in der Projektierung Ihrer Roboterzelle und können tatsächlich so die ideale Lösung konzipieren. Und Mikado kann einfach ihre eigene Flexibilität eben mitgehen. Das ist also dieser Riesenvorteil. Und dann haben wir zum Beispiel jetzt auch mal hier, ich glaube, das letzte Bild ist es, genau, auch mal eine Kamera, wo dann die Kameras selber tatsächlich auch nah am Gehäuse mit drangebaut sind. Also selbst der Abstand der Kameras kann auch mit variieren.
Also das ist so dieser große, große Charme, den wir da mitgehen. Verschiedene Kameras, Kamera angepasst an Ihre Anwendung, bis hin dann zu kompletten Sonderlösungen in der Programmierung. Da sind wir jetzt mal so einiges mit durchgegangen. Da haben Sie jetzt mal so einiges gehört mit von uns. Wir haben auch einiges mal live tatsächlich gemacht. Dann vielleicht noch zwei Worte zum Abschluss zu uns. Wir, die Optonic, wir sitzen in Freiburg im Breisgau. Es sind so ungefähr 50 Männer und Frauen, die jeden Tag für Sie da sind und da einfach die ideale Lösung mit umsetzen möchten. Alles, was Sie gesehen haben, war komplett selbst entwickelt von uns im Haus. Das heißt, Sie kriegen auch Support aus Deutschland vom Entwickler persönlich bis ins letzte Bit. Wenn es Fragen gibt, können wir Sie also da hervorragend supporten. Ansonsten bin ich ganz dankbar für Ihre Aufmerksamkeit. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar neue Sachen gesehen, ein paar neue Ideen mitgenommen. Und mittig finden Sie meine Kontaktdaten. Ansonsten sind auch gerne meine Kollegen gerne für Sie da und beantworten weitere Fragen. Vielen Dank an der Stelle. Genau, danke für den soweit für den Vortrag, Herr Winter. Ja, ich denke mal, man kann es einfach zusammenfassen, war wirklich ein komplexer Inhalt, sehr einfach erklärt. Und das sieht man auch an den Fragen. Wir haben etwas weniger Fragen im Chat. Und die meisten wurden eigentlich im Laufe des Vortrages erklärt. Aber wir können sie dann trotzdem mal entsprechend durchgehen. Ich nehme einfach mal Wunderbar. die Moderationsrechte wieder Gerne. einfach mal zurück. Da kann ich nochmal meine Screen sharen, dass auch passend eingeblendet wird, dass wir im Q&A-Teil sind. Genau, einmal ging es darum nochmal, klar, Robot, wir haben einmal den Roboter, wir haben einmal eine Kiste, nenne ich es mal, und wir haben einmal den Greifer und wir haben einmal das Schüttgut sozusagen. Bei der Kollisionsüberwachung, was wird denn alles überwacht oder was plant das System bei der Fahrtplanung im Voraus? Das war hier eine Frage. Okay, ja, sehr, sehr interessante und vor allem auch wichtige Frage. Da merkt man auch schon, wer direkt mit den Thematik zu tun hatte. Tatsächlich darf ich alles mit sagen. Wir planen den Roboter als sich, als Modell, auch inklusive Anbauten, so wie Ventilinseln oder solche Themen zum Beispiel. Auch das wird überwacht. Natürlich der Roboter auch auf Singularitäten. Der Greifer wird überwacht, auch mit gegriffenem Bauteil. Stellen Sie sich vor, wir haben tatsächlich letztes Jahr erst eine Anwendung realisiert, wo 2 Meter lange Rohre gegriffen werden. Da darf ich natürlich nicht beliebig drehen. Da kann ich auch schnell mit dem Rohr den Roboter selber quasi mit treffen. Also auch das gegriffene Bauteil wird bei der Kollisionsüberwachung geprüft. Wie jetzt hier ist ja ein schönes Beispiel. Auch die Kamera natürlich am Tecman ist genauso als Anbaute quasi mit bei der Kollisionsüberwachung geprüft. Die Kiste, andere Bauteile und aber auch gar nicht erkannte Sachen, gar keine erkannte Bauteile oder auch Fremdteile, Störteile werden auch mit erkannt. Also die Punktwolke an sich ist ebenfalls kollisionsüberwacht. So ein ganz klassisches Beispiel, was man da immer wieder in der Realität trifft, ist, wir haben eine alte verschlissene Kiste. Da ist auch schon mal der Kollege mit dem Gabelstapler reingefahren und ich habe halt einfach eine große Beule in der Kiste, in meinem CAD-Modell, aber eine gerade Wand. Natürlich muss ich aber diese Beule halt bei der Bahnplanung mit beachten. Und das sind Themen, die wir tatsächlich mit beachten, weil wir in der Punktwolke also dann auch entsprechend zum Beispiel in diesem Beispiel die Beule mit erkennen und dann halt eben den Greifer nicht von senkrecht, sondern halt eben von vorne zum schräg zum Beispiel mit zufahren lassen, um halt eben das mit zu umgehen. Also auch Teile, die nicht erkannt wurden oder auch Störteile, die falsch einsortiert wurden als Beispiel. Auch das wird kollisionsüberwacht. Genau, das beantwortet die Frage und ich denke mal, das minimiert, sieht auch jeder, dass das im Programmieraufwand minimiert, weil das im System hinterlegt ist und das System das automatisch kalkuliert. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. Genau. Genau, wir haben noch eine weitere Frage, da geht es einmal, das hattest du aber eigentlich schon erwähnt, um die Sichtbereiche bei den 3D-Kameras von Optonic, also die verschiedensten Modelle wurden eigentlich mehr oder weniger schon vorgestellt, denke ich mal. Aber was da noch ganz interessant, vielleicht noch mit abschließend mit zu erzählen ist, ich bin damit drauf eingegangen, wir können also tatsächlich freie Bildbereiche auch mit realisieren. Darauf sind also unsere Kameras mit ausgelegt. Nicht nur die Europalette, sondern es können auch 2 Europaletten sein oder eine halbe oder einfach beliebige Arbeitsbereiche. Das können wir machen, weil wir auch einen vollautomatischen Kalibrierprüfstand bei uns im Haus haben. Jede einzelne Kamera, auch wenn sie alle komplett individuell sind, gehen bei uns über einen vollautomatischen Kalibrierprüfstand, der dann ihre Konfiguration der Kamera dann tatsächlich mit umsetzt bei uns im Haus und kalibriert. Das heißt, jede Kamera, die das Haus verlässt, ist werkskalibriert. Sie können also die Kamera direkt anschließen und sofort beginnen mit Arbeiten. Sie muss nicht mehr intern kalibriert werden, weil das einfach schon geschehen ist. Genau, und dann beantwortet die Frage sehr gut. Weitere Frage, die mir jetzt gerade aktuell im Chat aufgetaucht ist.
Geht es darum, wird die TM-Software bei dem Ganzen noch verwendet oder ist dann nur noch die Mikado-Software zur Programmierung erforderlich? Eigentlich Antwort gegeben, aber kannst du ja nochmal drauf eingehen. Ja, gehe ich gerne nochmal mit drauf ein. Tatsächlich wird das Bin-Picking an sich komplett über Mikado realisiert. Die Tagman-Software oder der Tagman selber hört quasi mit auf uns. Gleichzeitig allerdings ist es zu jedem Zeitpunkt möglich, die Kontrolle über den Roboter abzugeben. Also sehr, sehr häufig tatsächlich ist es so, dass wir einfach nur die Zuführung machen. Das heißt, wir nehmen ein Bauteil aus der Kiste mit heraus, übergeben dann an den Roboter-Controller und der macht dann irgendwelche Roboterprogramme, Schweißbearbeitungen oder Ablagen oder was halt auch immer die Aufgabe dann am Ende ist. Aber man kann zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle des Roboters freigeben für den Controller, damit man halt dann auch weitere Aufgaben über den Controller, in dem Fall über die TM-Software, also dann auch wirklich mit erledigen kann. Also grundsätzlich ja, alles, was im Mikado gemacht wird, geht auch über das Mikado, aber Sie können auch dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Kontrolle an den Controller abgeben und dann eigene Lösungen dort umsetzen. Genau, das beantwortet die Frage. Dann haben wir mal weitere. Aber vielen Dank für den interessanten Vortrag. Schon mal der erste Kommentar. Und dann haben Sie bereits Anwendungen umgesetzt bei dem aus einem Behälter verpackte Objekte, verpackte in Druckverschlussbeutel gepickt werden. Ist die Objekterkennung von transparenten Beuteln überhaupt möglich? Also hier geht es wahrscheinlich transparente Beutel aus einem... Ja, also das verstehe ich die Frage. Und nein, haben wir tatsächlich bisher noch nicht realisiert, weil es mit unserer Vorgehensart und Weise, was auch die Kamera mit angeht, eigentlich nicht wirklich möglich mit ist. Transparente Sachen kann man an sich jetzt erstmal nicht diktieren, jetzt auch Gläser zum Beispiel, wenn es jetzt Milchglas ist, ja, aber jetzt wirklich ein transparentes Glas, ich habe gerade keins zufällig mit hier, hätte jetzt gut gepasst, aber ein transparentes Glas werden wir auch nicht sehen können und jetzt bei solchen Beuteln zum Beispiel ist das Thema, da wird es durchaus in der Punktwolke gewisse Formeln mitgeben, weil man so ein paar Punkte und alles sich dann doch mit erstellen kann, aber man ist damit halt eben nie vernünftig kollisionsüberwacht und unser Anspruch ist dann schon immer eine sehr hohe Zuverlässigkeit und eine richtige Industrietauglichkeit. Das geht bei solchen Themen tatsächlich nicht mit. Das wäre dann auch eine Grenze des Systems. Okay, eigentlich prinzipiell wie bei jedem 3D-Bin-Picking-System transparent ist halt fast unmöglich, sag ich mal. Genau, so ist fast. Es. Also da müssten die Teile dann tatsächlich ausgepackt werden, ja. Genau. Dann haben wir aber wenn sie jetzt zum Beispiel dann ausgepackt auf dem Tisch stehen, könnte man Mikado Feind verwenden und dann einfach mit dem TM quasi nur noch zugreifen. Genau, das stimmt, richtig. Dann haben wir hier nochmal eine Frage, da geht das natürlich jetzt sehr interessant auch. Klar, das System ist sehr umfangreich, Mikado Control und Mikado Find. Wo startet das Ganze denn überhaupt, dass man mal sowas hat? Kostet es 10.000, 50.000, 100.000? Wie sich das rechnet, das Ganze? Das ist natürlich immer ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Mikado Find ist ein sehr, sehr preislich sehr interessantes System. Das startet bei 9.000 Euro für das Gesamtpaket aus 3D-Kamera und der Software mit dem Suchalgorithmus, die wir uns angeschaut haben. Mikado Control, die größte Ausbaustufe mit integrierter Bahnplanung, mit allem, was wir uns quasi angeschaut haben. In der Kollisionsüberwachung startet bei 36.000 Euro. Das sind immer Integratorenpreise. Das heißt, wir sind ganz klar auf den Integrator mit angewiesen. Wir machen das Gesamtpaket aus Kamera, Software, Bahnplanung bis hin zum Controller, aber dann auch so Kompetenzen für den Greifer zum Beispiel ist dann halt ganz klar Integratoraufgabe. Genau. Und ich denke mal, für Greifer und so weiter gibt es ja auch die viele verschiedenen Firmen, die auch schon Beitrag geliefert haben. Kann man eventuell ja auch den Standardgreifer nehmen, eventuell von Schunk und Robert jetzt als Beispiel und den entsprechend modifizieren. Das hat ja auch heute der Herr Krieger einmal dargestellt. Nächste Frage kann ich sogar fast beantworten. Gibt es eine vordefinierte Schnittstelle zu PLC, beispielsweise NJ von Omron? Da geht es ja darum, praktisch, wie kann der Roboter oder das Mikado mit der SPS kommunizieren? Da kann ich nur zu sagen, wir haben eigentlich eine vorgefertigte Schnittstelle oder einen Funktionsbaustein, wo Sie über Modbus mit unserer NJ-Steuerung kommunizieren können. Und so könnte man natürlich auch dementsprechend entsprechende Signale weiterreichen zwischen dem Omron TM und der PLC-Steuerung über Modbus halt oder halt Ethernet-Kommunikation würde auch gehen. Ich weiß nicht, noch ergänzende Sachen dazu, Herr Winter? Ist eigentlich am Ende alles mit gesagt. Also unser Controller hat die Möglichkeit, auch da Flexibilität mit zu zeigen. Tatsächlich, also findet man in jeder Komponente mit bei uns. Und über Hilscher Feldbuskarten können wir da uns an beliebige Feldbusse mit angleichen und dann zum Beispiel natürlich auch den Modbus mit umsetzen, damit wir da Signale oder Protokolle einfach mit der Steuerung austauschen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also
grundlegend sind wir gar nicht mal zwingend darauf angewiesen. Kleinere Anwendungen kann man auch einfach alles in Mikado realisieren, aber ich sage mal 80, 90 oder 80, 85% sind eigentlich immer unterhalb einer SPS, die die Schirmherrschaft übernimmt. Genau, wenn es eine vernetzte Anlage ist, vielleicht wenn es wirklich eine Einzelapplikation ist, so sehen wir es eigentlich auch, kann der OMRON-TM alles steuern. Und wenn es natürlich größer ist, vielleicht noch aufwendigere Sicherheitskonzepte dahinter liegen, vielleicht auch in der Linie integriert ist, ist es meistens eine Zellensteuerung, eine zentrale Steuerung oder eine OMRON-Steuerung, wo das alles dementsprechend untergeordnet ist. Dann haben wir hier noch eine Frage, wurde eigentlich auch schon erwähnt, also sie ist mehrteilig die Frage, kann man mit dem System auch aus einer Gitterbox arbeiten? Ja, also woraus Sie greifen, ist tatsächlich irrelevant, ob es eine Palette ist, eine Gitterbox oder kleine Kisten, große Kisten, das ist eigentlich irrelevant, da gibt es erstmal keine Beschränkungen. Genau, und dann ging es noch um die Teilegeometrie. Wo sind die Grenzen des Systems bezüglich der Teilegeometrie? Das würde ich in allererster Linie mal mit beziehen auf die Größe. Dadurch, dass wir CAD-basiert sind, spielt es jetzt eigentlich keine Rolle, ob es jetzt ein komplexes Frästeil ist oder ein einfacher Zylinder, wie wir es gerade eben mit hatten. Aber ich sag mal, was die Größe mit angeht, so in Richtung einen Kubikzentimeter, alles, was da drunter ist, ist dann schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Man hat ja auch noch einen gewissen Arbeitsraum und selbst wenn ich kleine Kisten habe, also wir haben zum Beispiel so kleine Lager von Schaeffler mit einem Kubikzentimeter in etwa, das haben wir auch schon mitgemacht. Aber ich sag mal, alles, was da drunter ist, ist dann irgendwann einfach mit zu klein, dass man es noch vernünftig greifen kann. Genau. Und dann, ja, als Beispiel wurde noch angeführt, aber das würde dann gehen, Hohlwanddosen, kann man die Lage richtig entnehmen und einlegen? Das war jetzt das Beispiel, was hier kam. Ah ja, okay. Ja, also sowas können wir tatsächlich mit. Ganz, ganz interessant übrigens, ist auch eine kleine einmaliges Feature mit bei uns, wenn man solche Zylinder mit hat, solche Dosen zum Beispiel, dann haben die ja manchmal einen einmaligen Aufdruck auf dem Umfang, der letzten Endes einfach auch eine Position um die Längsachse herum quasi mit definiert. Tatsächlich geht das bei uns auch, dass wir dann also auch solche Themen dann quasi mit matchen können, also auch Zylinder matchen können anhand vom Aufdruck um die rotatorische Achse herum. Das ist tatsächlich auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Würde jetzt passend zu der Frage mit sein. Genau, denke ich auch. Damit ist die Frage beantwortet. Und falls noch weitere Fragen da sind oder detailliertere Fragen, Kontaktdaten schicken wir sowieso anschließend nochmal rum. Uns fragen oder direkt Sie fragen, Herr Winter. Kontaktdaten hat Sie ja gezeigt in Ihrer Präsentation. Ist eigentlich der einfachste Weg. Dann haben wir noch eine zum Schluss. Wie viele Einzelprogramme können in dem System hinterlegt werden? Ich denke mal Vision Find. Da gibt es tatsächlich eigentlich keine wirkliche Grenze. Wir haben jetzt ein Programm quasi jetzt gemacht für die Anwendung hinter uns. Ich sag mal, am Ende, unser Controller hat 500 Gigabyte Datenvolumen oder Speichervolumen und das steht einem komplett frei zur Verfügung. Also auch was die Produkte angeht, es gibt jetzt auch keine Grenze. Wir haben Anwendungen, wo wir 400, 500 verschiedene Produkte mit haben, die jeweils mit Griffen und Suchmodell abgespeichert sind. Also da gibt es tatsächlich keine tatsächliche Grenze. Ja, damit haben wir auch alle Fragen aus dem Chat beantwortet. Ich habe keine aktuellen mehr aufpoppen hier. Wir sind auch genau passend in der Zeit. Also optimal getimt alles. Gut erklärt, einige Fragen. Das ist übrigens auch beim Bin-Picking oder im Wischen dann auch wirklich eine sehr wichtige Eigenschaft, dass man pünktlich und schnell ist. Genau, so soll es sein. Und einfach Plug-and-Play die Systeme sind. Genau, dass wir uns auch in der Taktzeit quasi mitbewegen. Dann vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und freue mich auf bald. Alles klar, Herr Winter. Bis dahin, wir telefonieren hinterher sowieso nochmal die Tage. Bis dahin, danke, tschüss, danke für den Vortrag.